Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Da sind wir. Ich war gerade hier mal eben in der Schmiede. Ach ja, ich wollte hier eigentlich, ich habe jetzt Eisen geholt, aber ich wollte hier eigentlich meine Schaufel reparieren. Zumindest mal versuchen. Zumindest mal versuchen, meine Schaufel zu reparieren. Nehmen wir den Amboss. Ja, Eisenmangel hat Hundsgrab leider immer noch so ein bisschen. Schaufel, da ist er. Die ist nämlich ziemlich im Dutt. Und wir wollen ja auch eigentlich zum Fassgrad und da kostet mich ein Erfahrung. Ah, wartet mal, da können wir noch ein bisschen was machen, glaube ich. Hier war noch eine Werkbank. So, machen wir mal den und den. So und so und so und so. Ja, es steht wieder vieles an. Die Schlacht gegen den Drachen steht an. Wir müssen also eigentlich, Moment. Wir müssen eigentlich zum Platz des Kampfes, beziehungsweise zu unserem, Herlager und da alles herrichten. Eigentlich hat der Rat der Helden noch nicht stattgefunden und ich weiß noch nicht, wie die Planung ist so richtig. Meine Wissenschaftler haben ja einige Erkenntnisse vermittelt. Ja, da müssen wir erstmal gucken, was wir damit anfangen können. Es scheint auf jeden Fall ziemlich heftig zu sein, was uns da erwartet. Und wir haben immer noch keinen Papageien, das ist auch so ein Ding. Womit ich eigentlich nicht unbedingt leben will. Wir haben immer noch keinen Papageien. Wir könnten in dieser Folge jetzt einfach mal, weil ich jetzt, wir sind hier soweit durch. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Betten für die eisernen Kerle. Die wollten wir eigentlich in dieser Folge machen. Dann machen wir das doch. Und dann werden wir uns auf eine kleine Reise begeben. Also hier ist ja, hier müssen wir uns nochmal überlegen, was hier reinkommt. Genau, man kann ja hier so durchgehen. Und hier sollen ja die Betten für die eisernen Kerle hin. Genau. Und da hatte ich mir überlegt, dass wir die, dass wir da so Gestelle machen. Wir könnten natürlich jetzt auch große Betten machen, aber eiserne Kerle, wenn ihr ja schon mal beobachtet haben, legen sich eigentlich nie hin. Ist das Problem. Die legen sich nie hin. Wie machen wir das mal am besten? Ich hatte ja gedacht mit Redstone. Da müssten wir eigentlich mal ganz kurz zur Redstone-Bude latschen. Da müssten wir ja genügend Redstone haben, um da, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Hier, hier habe ich nochmal die Wege gestaltet. Es geht jetzt hier hinten einen Weg rum. Der führt dann hier zum Haus von Fassgrad und würde dann auch hier anschließen. So müssen wir noch den Anschluss machen. Und ich hatte überlegt, ob ich hier einen Weg hinmache. Hier so mit der kleinen Brücke. Dann kann man hier einen kleinen Tümpel hinmachen. Wäre, glaube ich, ganz nett. Der dann hier hinten anschließt. Dann hätten wir hier, hätten wir das Ganze dann rund. Es wäre dann rund. Wir müssen natürlich auch noch viele eiserne Kerle in die Wache holen. Die sind jetzt ja immer noch alle bei der Helden, beim Heldenviertel. Ja, noch einiges zu tun. Ist sowieso einiges zu tun, wie ich ja schon sagte eingangs. Und ich bin irgendwie knapp auf die Zeit. Ich nehme mal wieder Just in Time auf. Also genau heute, wenn die Folge rauskommt. Ach, Herr Jemini. Upsa. Dann schauen wir doch mal. Gehen wir mal zum... Gehen wir ein bisschen durch Hundsgrab, ne? Ich habe übrigens jetzt auch mal einen Shader installiert gehabt und das funktioniert ganz gut. Allerdings spiele ich so ungern damit. Aber wir machen vielleicht mal eine Reise mit Shader. Das sehe, glaube ich, ganz nett aus. Vielleicht machen wir jetzt mal eine Kabine für die eisernen Kerle. Und dann machen wir eine Reise und da nehmen wir dann ein Shader-Pack oder so, damit wir eine richtig schöne Reise haben. Es kann aber auch sein, dass das dann nach dem Kampf gegen den schwarzen Drachen stattfindet. Es ist momentan wieder ein wenig wirr hier alles. So, warte mal. Wir nehmen mal hier so... Oh, alter Schwede, wie viel Redstone haben wir denn hier? Hui. Brauchen wir so viel? Ja, ich glaube schon. Wir machen die Kabinen für die eisernen Kerle. Die könnten wir jetzt aus... natürlich auch aus... Ich bin ein bisschen immer am Überlegen, wie wir die gestalten. Wartet mal. Grün, grün, grün. Ja, grünes Glas haben wir eigentlich auch da. Rot. Rot. Nee. Hier sind die ganz verschiedenen Glassorten, die es so gibt, ne? Gibt's ja relativ viele. Und ich hatte mir überlegt, ob wir das graue Glas, das hier, ob ich da dann das alte Glas nehme, was ich mal hatte. Weil es haben ziemlich viele gesagt, dass das ihnen hier zu strukturiert ist. Aber naja, gut, das ist ja sowieso. Ich bin ja kein Glaser. Wartet mal. Roter Sand. Roter Sand. Moment. Da haben wir doch auch Stufen alles von, ne? Ja, genau. Wir nehmen mal roten Sand mit. Wir nehmen mal hier von Stack mit.
Ist das roter Sand? Ja, ist roter Sand. Das ist doch eine gute Idee eigentlich. Oh, da haben wir gar nicht viel von. Ah, nehmen wir hier nochmal zwei Stacks hiervon mit. Okay, alles klar. Jetzt kommen die ganzen Rezepte wieder oben rein. Dann bauen wir den nochmal. Schöne Schlafkabinen, unseren eisernen. Aus diesem roten Sand kann man ja dann auch roten Sandstein machen und daraus könnte man die Schlafkabinen machen. Ich renne jetzt hier mal direkt durchs Heldenviertel. Das hätte ich eigentlich auch gleich machen können. Alter Schwede. Hier ist immer was los. Und ganz viele eiserne Kerle. Ihr müsst alle zur Stadtwache rüberkommen. Ihr habt hier eigentlich gar nichts zu suchen. Hui. So. Hier, der Brotladen läuft auch nicht so gut, ne? Lief schon... Oh, die flüstern sich gerade was zu. Lief auch schon mal besser. So, wie soll so eine Kabine aussehen? Also hier ist ja, hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gezeigt, ist ja sozusagen das Büro, das Bürgerbüro. Hier kommen die Leute rein und tragen ihre Beschwerden vor. Und da geht es zu den Schlafstellen. Und so eine Schlafstelle würde dann folgendermaßen aussehen. Wir würden die immer hier zwischen machen. So, hier wäre also eine. So. Aber wartet mal. Die gehen ja nicht kaputt. Ne, ne, die bleiben so, wie sie sind. Alles klar. Wir haben hier eine Werkbank. Da können wir uns jetzt doch theoretisch schon mal roten Sandstein rausmachen. Genau. So sehen die aus. Und so. Alles klar. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann würde ich sagen... Wie geht denn das nochmal? Wie geht denn das nochmal? Ah, warte, jetzt haben wir die ganzen Rezepte. Da können wir jetzt ja gucken, wie das geht. Wir haben einen glatten roten Sandstein. So sind alle Rezepte, so sind nur die gemeißelt. Aber wie geht denn der gemeißelte? Das waren noch zwei Stufen, oder? Ach, dafür müssten wir uns jetzt Stufen machen. Alles klar, habe ich jetzt auch verstanden. Ah ja, habe ich auch verstanden. Aber wir machen uns zwar mal ein paar Stufen. So, das sollte reichen. Teppich. Ich habe mir jetzt noch nicht so die großen Gedanken gemacht, wie das Ganze mal aussehen. Was mache ich denn? Wie das Ganze aussehen soll? Ja, genau. So ist dann der gemeißelte Sandstein. Dann machen wir mal Folgendes. Wir machen mal den und den. Und dann machen wir hier oben die Energiezelle sozusagen drüber. Zum Aufladen der eisernen Kerle. Weil die schlafen natürlich nicht, die laden sich auf. Ganz klar. Alles klar, so, das hätten wir schon mal. Das Ding müsste wahrscheinlich noch ein bisschen breiter werden dann. So und so. So schon mal gar nicht mal so gut. Dann brauchen wir nochmal einen Stein. Das Ding kann natürlich auch ein bisschen abgefahren aussehen. Nicht so ganz glatt und gerade. Dann würde ich das jetzt so machen. Und so eventuell. Soll ja schon ein bisschen speziell aussehen. Wir brauchen also vier Block. Wir brauchen vier Block. Ich mache nochmal ein paar Stufen. Oh, wir haben gar nicht so viel Sandstein mit, aber naja, gut. So. Ja, so ungefähr. Und so ein paar Stufen. So, jetzt haben wir 12 Stufen nochmal. Da können wir uns nochmal ein paar von den Blöcken rausmachen. Ist ja nur erstmal das Modell für so ein Gerät. Okay, jetzt haben wir noch welche davon. Da können wir hier nochmal... es wäre ja dann so, ne? Es geht mal über zwei Fenster, oder wie ist das? Es geht immer über zwei Fenster. Das heißt, hier könnte noch eine Aufladekabine hin. 1, 2, 3, 4. Wird dann so ein bisschen eng hier mit der Tür. Aber es geht, glaube ich, gerade noch so. Hier auch noch eine Aufladezelle hin. Genau. So ist richtig. Dann kommen hier überall noch Stufen drauf. So und so. Ja. Hier natürlich auch. Sieht jetzt natürlich hochtechnisch aus, das Ganze. Man könnte natürlich auch sagen, man macht es so und so, ne? Ne, ich glaube, das andere gefällt mir besser. Sie müssen sich ja irgendwo ihre Energie holen, ne? Zwar nur alle 20 Jahre höchstwahrscheinlich, aber sie brauchen Energie, um sich aufzuladen. Und da brauchen sie hier keine Betten, weil die kriegen ihre Energie natürlich nicht im Schlaf. Da müssten dann eigentlich Solarzellen hin zum Aufladen. Naja, aber gut, ich überlege gerade noch. Das ist alles noch so Überlegungen, die ich gerade anstelle. So, dann machen wir so und so. Zack und zack.
Und dann kommen hier vorne Platten vor. Hier natürlich auch. Energiezellen, ganz wichtig, zum Aufladen. Und oben drauf kommen, ja, da brauchen wir jetzt mal Erde. Man muss sich das alles dann immer so vorstellen, ne? Also, man muss sich das alles so machen, wie man will. Ist ja immer so. Wir springen mal hier rüber. Dann machen wir mal den hier. Zack und zack. Es muss ja zwei breit sein. Ich hätte sonst lieber ein breit gemacht, weil man da schickere Sachen hätte machen können. Von der Gestaltung her. Sieht aus wie so ein Thron, so ein bisschen, ne? So ein bisschen wie ein Thron. Ja. So ist das schon gar nicht so schlecht. Hier auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche hin. Ja, Aufladezelle für die eisernen Kerle. Und wir wissen ja, dass sie auf Wasser stehen. Deshalb werden wir auch Wasser da reinmachen. Passt mal auf, Freunde. Haben wir hier zwei, dann können wir auf der gegenüberliegenden Seite auch noch zwei machen. Und hier zwischen wahrscheinlich Teppich. Irgendwas Beruhigendes. Sehr gut. Ich habe da hinten noch einen Abstand gelassen, falls wir hier noch Gebälk reinzimmern wollen. Ne? Da lassen wir lieber einen Abstand nochmal. Gut, das ist schon mal gar nicht so gut. Schlecht, meine ich. Dann machen wir jetzt da was vor. Wir haben ja hier noch einzelne Blöcke. Ein paar haben wir noch, ja. So viele sind es jetzt nicht. Da machen wir jetzt mal Stufen von. Wir brauchen dann noch roten Sandstein. Es kann sogar sein, dass ich drüben noch welchen habe. Das war ja eher so ein spontaner Einfall von mir. So, ne? Vier. Da kommt dann Wasser rein. Hier käme dann wahrscheinlich sowas hin. Mhm. Ah, ich habe vielleicht noch eine andere Idee. Ich habe vielleicht noch eine andere Idee, dass wir was besser noch gestalten können. Weil sie sollen ja hier rein. Es muss mindestens drei hoch sein, richtig? Es muss mindestens drei hoch sein. Hier kommt dann mal Wasser rein jetzt. Ich habe gleich noch einmal unten. Wir dürfen nicht so verschwenderisch mit unserem Eisen umgehen. Wir haben nicht mehr so viel davon. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel davon. So, Freunde. Da haben wir Kohle ganz viel. Du bist immer ganz schön nervig. Da haben wir Eimer. Sehr gut. Können wir direkt zu unserem eigenen Brunnen gehen. Wir haben ja einen Brunnen hier. Ein bisschen versteckt. Hier. Eins und zwei. Sehr gut. Dann nehmen wir mal hier. Naja, das müssen wir auf jeden Fall noch mit Teppich hier machen. Jetzt machen wir hier mal Wasser rein. Einmal hier. Und einmal, ach so, das ist leer. Einmal dort. So, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Mhm. Vielleicht müssen wir die Dinger sogar noch ein bisschen größer machen. Also, ne, Energiezelle ist klar. Aber vielleicht muss das Ding noch ein bisschen größer werden. Weil wenn sie hier reingehen, ich weiß nicht, ob die da reinpassen, die eisernen Kerle. Wir könnten das natürlich einfach mal ausprobieren, indem wir einen da reinstellen und einen holen und da reinstellen. Aber jetzt kommt die große Frage, die uns alle beschäftigt. Wo habe ich mein Seil hingepackt? Ich hatte hier eine Kiste, da war was drin, ne? Hier. Hier wohl eher nicht. Hier wohl eher nicht. Wartet mal, vielleicht können wir da noch was verschönern, ein wenig. Ah, das sieht ein bisschen blöd aus. Wartet mal, ich probiere es einfach mal aus. Es geht immer, das Probieren geht immer über das Studieren. Obwohl, das geht eigentlich. Aber das ist dann nur so ein Knöpsen gerade. Da haben wir nichts viel von. Nein, 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 so wollen wir das nicht. Bett hatte ich doch dabei. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge mal und suchen Papageien oder wir kämpfen gegen den schwarzen Drachen. Nein, wir müssen eigentlich zum Platz, zum Kampfplatz, um dann gegen den schwarzen Drachen zu kämpfen. Wir müssen uns da vorbereiten. Wir haben keine Zeit, um Papageien zu suchen. Ist jetzt schon wieder hell? Ja. Es ist schon wieder hell, verdammt. So, wartet mal. Da müssen wir nach unten. Da müssen wir nach unten und uns ein das Seil holen. Da ist es. Das Seil holen. Und ich wollte noch was mit Teppich machen. Ich packe erstmal die Steine. Die brauchen wir jetzt hier gerade erstmal nicht. Die packe ich jetzt erstmal hier rein. Und dann holen wir uns mal Teppiche. Und dann werden wir mal so einen eisernen Kerl da reinzorren, würde ich sagen. Damit er sich mal auflädt. Wir müssen nur einen finden, der sehr leer ist.
Am Teppich hier. Ich hatte irgendwo Wolle da. Dann nehmen wir natürlich rote Teppiche, ganz klarer Fall. Und zwei Knöpfe aus Stein müssen wir uns machen am besten. Haben wir noch gebrannten Rohstein? Sieht jetzt eher schlecht aus. Vielleicht in den Öfen? Wir sollten uns echt mal wieder Rohstein brennen. Ah, ich weiß wo. Draußen in den Kisten vor der Tür. Meine Güte. Wir haben jetzt schon sehr lange an dieser Wache gebaut. Ihr habt zwar noch nicht geschrieben, dass ihr langsam die Schnauze voll habt davon, aber naja. Wir machen das mit Knöpfen. Das sieht doch bestimmt besser aus. Wir machen das mit Knöpfen. Mach das mit den Knöpfen. Hier kann man ja nicht direkt drüber gehen. Hier muss man immer erst hier rumlaufen. So. Ist ja auch ein ziemlich großes Bauwerk. Von daher ist es auch verständlich, dass wir hier sehr lange dran gesessen haben. Eins, zwei. Aus diesen riesen Platten machen wir uns zwei Knöpfe. Ist das nicht unglaublich? So, dann kommen hier Knöpfe dran. Sieht sowieso besser aus. Wir machen noch ein paar mehr. Wir machen mal, komm her. Nein, 16 Stück nicht. 8 reichen. 8 reichen. 8 Knöpfe. Sind ja auch zwei Maschinen. 8 Knöpfe. So. Ich weiß nicht, ob die sich dann noch da reinstellen können ins Wasser. Oder ob sie dann die Knöpfe betätigen. Das ist halt die Frage. Oder man würde halt dahin Energiezellen machen. Das könnten wir auch machen. So würde ich erstmal Teppiche machen. Wir könnten da auch Energiezellen hinmachen. Oder wartet mal, ich habe noch was Besseres. Wir müssen das ja eh noch ein bisschen höher machen, hatten wir gesagt. Ne, hattet ihr gesagt. Dann würden wir nämlich jetzt sagen, ich baue mich mal hier mit Holz hoch. Passt auf, Freunde. Ich würde das gerne noch ein höher haben. Ein höher. Auf das die Eisernen dort... wir können ja auch Lampen draufsetzen. Fällt mir gerade ein. Genau, wir setzen da Lampen drauf. Das ist jetzt nicht viel billiger, günstiger. Das ist einfach nur... Es muss ja auch funktionieren, das Ganze. Und es würde dann auch gleich den Raum beleuchten. Das ist der Riesenvorteil. Mein Schreibtisch. Warum bin ich jetzt hier einmal rumgerannt? 7 Stück. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Wir können auch noch ein paar bauen. Das Rezept müsste ich jetzt ja zur Verfügung haben. So, jetzt bauen wir uns hier nochmal hoch. 1, 2, 3. Und machen hier Lampen drauf. Die dürften ja eigentlich dann auch sofort brennen. Los Lampos müssten jetzt eigentlich sofort brennen, weil, ja, genau, die brennen jetzt. So. Genau. Das ist nämlich gar nicht mal so verkehrt. Die Höhe, die Raumhöhe haben wir ja, um solche Spirenzchen zu machen, sozusagen. Dann könnten wir nämlich jetzt sagen, wir machen jetzt hier von den Stufen, ach, wir haben nur noch zwei. Dann können wir, ja, ich habe die anderen Steine weggebracht, ich weiß. Ich weiß. Manchmal ist es echt schlimm. Komm hier von unten ran. Zack. So, das Ding ist jetzt schon ziemlich groß. Das Ding ist jetzt wirklich schon ziemlich groß. Aber ich habe die weggebracht, ne? Warum mache ich solche Sachen manchmal? Wenn ich noch gar nicht fertig bin. Ja, ich weiß es auch nicht, Mau. Nein. Ach, Herr Jemini. Da habe ich sie hingebracht. 28 Stück haben wir da sogar noch von. Wir brauchen die doch noch. Wir können die doch nicht einfach wegbringen. Freunde. So geht's doch nicht. Wieder zurück. Der kürzere Weg ist, glaube ich, hier lang. ja. Zack, zack. Und dann sind wir wieder hier. Und dann würde ich nämlich sagen, können wir jetzt den hier machen. Moment. Nein, das war falsch. So. Da könnten wir dann Solarzellen reinknispeln. Da hätten wir nämlich nur so eine halbe Beleuchtung. Und das Ding wäre einen halben Block höher, was total gut wäre. Wartet mal. Könnten wir doch auch sagen, wir machen hier den hier und den. Ja, die werden immer größer, die Energiezellen, ich weiß. Wir sollten vielleicht mal so einen eisernen Kerl da reinziehen, ne? Ja, ja, ich weiß. aber es sind ja auch Riesenkerle. Da kann man nicht so itzig kleine Aufladestationen bauen. Die brauchen auch ganz schön viel Energie. Natürlich, klar. So, Freunde. Jetzt kämen hier wahrscheinlich noch Blöcke drauf. Ich will das mal probieren. Wir müssen so ein bisschen rumprobieren. 20 Minuten sind rum. 20 Minuten sind rum. Hier kommen dann Solarzellen drauf. Und hier kommen nochmal Stufen hin. So, so. Das werden Riesendinger.
Die Aufladestation. Wenn ich mir das gerade so angucke, wären das echt Riesendinger. So, und dann könnten wir ja sagen. Gut. Ich nehme das nochmal kurz weg. Wir werden erstmal einen eisernen Kerl reinstellen. Wir werden dann gleich erstmal einen eisernen Kerl reinstellen, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Man könnte jetzt ja auch sagen, man macht hier oben jetzt einen Kranz aus Stufen, ne? So ungefähr. So. Und eventuell noch so. Nein, das ist ja total falsch. Ups. Ich glaube, meine Tastatur ist gerade sehr laut. Was? Ja. Ich klackere hier. Meine Knochen knackern ziemlich. So, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Und dann könnten wir doch hier sprechen. Hier könnten wir jetzt so Gitter zwischen machen oder irgendwas. Ihr wisst, was ich meine, ne? Die das Ganze tragen. Also das ist die kleine Variante, das ist die große Variante. Wir holen jetzt mal einen eisernen Kerl und stellen den mal rein. Ich werde dann sowieso noch 20 Mal rumfrickeln, weil in so einer Folge ist nichts dran, das wisst ihr. Wir holen einen eisernen Kerl, der in die Ladestation muss. Müssen wir mal gucken, dass wir einen finden, der so ein bisschen leer aussieht. Wir haben ja eine Menge hier hinten im Heldenviertel davon. Die hängen hier überall rum. Dich, du siehst total leer aus. Ja, ja, komm mal mit. Nein, 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 nein. Komm mal mit. Vorsicht, Oma, 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 pass auf. Pass auf, Oma. Schieb doch die Oma nicht beiseite. Das ist Tante Emmy. Die darfst du nicht so einfach durch die Gegend schubsen. Ja, du musst in die Ladestation, wurde gerade von mir beschlossen. Du bist nicht der Erstbeste. Ach, herrje. Vorsicht, das Gemüse. Naja, das sieht eher überladen aus, ne? Nicht, als wenn er in die Ladestation muss. Ja, komm mal hier in die Wache rein. Ja, ja, hier genau. Die Treppe hoch. Freund Schnürschuh. Diese eisernen. Genau, einfach da durch. Und dann einfach hier so, da so, da so lang. So, komm mal mit. Dann gehst du mal hier vor. Und dann schieben wir dich mal in die Ladestation. Ab in die Ladestation. Im Wasser bleiben die meisten auch mal stehen. Gehst du in die Ladestation? Ja, du bist total leer. Du musst geladen werden. Sie müssen geladen werden. Bitte laden. Ja. Wahrscheinlich wegen den Knöpfen. Wahrscheinlich wegen den Knöpfen will er nicht in die Station. So, jetzt kannst du in die Ladestation gehen. Geht doch. So, hinein mit dir, Onkel Otto. Da passt du nicht rein, ne? Dachte ich mir. Okay, ich glaube, wir müssen... Oh. Überschwemmung! So, jetzt kannst du aber rein in die Ladestation. Hier, pass mal auf. Ja, die ist viel zu klein, ich weiß. Aber die ist schön groß. Diese Ladestation ist schön groß. Sie können da so reingehen. Ab in die Ladestation mit dir. Hinein. Ich kann den auch hier nicht schlecht rumziehen, oder? Ja, 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 genau. Das Wasserbad ist zu klein für dich, wie? Ist zu klein? Passt du nicht rein? Ach komm schon. Mach's mir nicht so schwer. Gut, das Wasserbad scheint zu klein zu sein. Herausforderung. So, mal Seil abmachen. Herausforderung. Dann müssen wir die noch größer machen. Müssen wir die noch einen Block größer machen. Ach hey. So. Machen wir sie noch einen Block größer. Ist ja kein Problem. Ich habe da kein Problem mit. So. Etwas größere Ladestation. Jetzt ist er da hinten hingegangen. Wahrscheinlich war der einfach noch nicht leer genug. Okay, wir arbeiten dran. An der Ladestation für die eisernen Kerle. So sieht es erstmal aus. Die gehen dann hier so rein. Und eigentlich müssten wir das so machen. Ich habe eine gute Idee. Und der Mann hatte eine gute Idee. Wir müssten die so gestalten, dass die... ich nehme das mal hier hinten weg. Zack. Zack. Dann machen wir nämlich das Wasser von hier vorne kommend. Einmal hier. Und wie habe ich das jetzt hingekriegt, dass ein Eimer verschwunden ist? Arg. Unglaublich. Was ist denn das für ein Lied? Wie habe ich das jetzt hingekriegt, dass ich habe einmal Wasser sozusagen weggezaubert? Unglaublich.
Ich wollte das so machen, dass das Wasser von da fließt. Wahrscheinlich habe ich da einen Block drauf gesetzt und deshalb ist es weg. Naja. Der war nicht leer und die Ladestation war nicht groß genug. Das war unser Problem. Das ist ja nur so ein Regenwasserauffangbehälter da, weil wir hier keine eigene Quelle gefunden haben. Aber es ist immer ordentlich viel Regenwasser da. Hm. So. Das würde ihn ja dann nach hinten spülen, wenn er da drin wäre, richtig? Wir könnten hier zwei Pistons hin oder ein Piston hinsetzen. Was das Ding natürlich noch ein bisschen größer machen würde. Okay, das gefällt mir schon ganz gut eigentlich. Die Idee mit den Pistons ist gerade ziemlich gut. Ja, ich würde sagen, ich bastel da noch ein bisschen weiter. Und ihr guckt beim nächsten Mal wieder vorbei. Wenn es heißt, hier Minecraft-Chronik einer Stadt. Und da ist total der Fehler drin. Ach herrje, naja, so ist das Leben. Ich sage von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen, bis zur nächsten Qual. Euer Opa Zeron.